Wohltäter von Nuri Kino und Jenny Nordberg ist der erste Roman dieses Autorenduos. Beide sind Journalisten, relativ renommiert in Schweden, für verschiedene Reportagen ausgezeichnet. Mich hat die Thematik interessiert, weil, so wie der Titel auch sagt, die Wohltäter, es geht um eine wohltätige Organisation, die Gutes tun wollte, klein angefangen hat, immer größer geworden ist, erstmals mit Altkleidersammlungen Geld verdient hat. Inzwischen sind die Wohltäter ein weltumspannender Konzern, der seine Mitarbeiter meist ehrenamtlich, sektenähnlich ausbeutet. Und ich glaube, dass, so wie die beiden das beschreiben, dass es durchaus möglich ist. Und ich glaube, dass in der Öffentlichkeit Scheu herrscht, vermeintlich das Gute anzugehen, zu kritisieren. Und deswegen habe ich mir die Wohltäter gegriffen und mit Begeisterung gelesen.